wieder überfallen sie Mainz. Doch sie stehlen nichts. Sie bringen heiße Ware. Bandenchef Jan Dinter und Bandenmitglied Fabio Coccioli sind keine Gauner, sondern Food-Revoluzzer. So nennen sie sich selbst. 1,5 Jahre tüftelten sie am perfekten Burrito, bis sie überzeugt waren. Also in Amerika sind ja Burritos genauso wichtig wie Burger, haben dort den gleichen Stellenwert. Wir wollten unsere eigene Burrito-Kombination machen, hochwertig, nahrhaft und vor allem lecker. Und haben die mit einem Kölner Koch aus der Sterne-Gastronomie ausgetüftelt. Und das Beste daran ist, die Burritos werden in Mainz weggegessen. Jan Dinter ist studierter Wirtschaftswissenschaftler. Einen Job in der Finanzbranche hat er sausen lassen. Für seinen Traum hat er seine ganzen Ersparnisse in den Foodtruck gesteckt. Hessen hat die Bande schon erobert. In Mainz macht sie jeden Freitag zur Mittagszeit ihre Überfälle an den Bonifatius-Türmen. Unser Cowboy-Bill besteht aus geschmortem Rindfleisch, einer Tomaten-Paprikasalze, Reis, mexikanischen Bohnen, selbstgemachter Barbecue-Soße, Käse, Sour Cream und Salat. Unser Chicken Bob ist das gleiche mit einer marinierten Hähnchenbrust. Unseren Creon-Check bereiten wir mit einer Bio-Soja-Bolognese zu. Auf Wunsch auch alles mit scharfer, sehr scharfer Bandensoße. Mit dem Fastfood-Image fettig, schnell und schwer will die Burrito-Bande nichts zu tun haben. Slow Fast Food nennen sie ihre gefüllten Teigtaschen. Das Slow von Slow Fast Food steht dafür, dass wir uns noch Zeit fürs Kochen nehmen. Beispielsweise schmoren wir unser Rindfleisch 24 Stunden bei Niedrigtemperatur. Selbstverständlich verzichten wir auf Geschmacksverstärker. Und würzen selbst. Zum Beispiel mit Kreuzkümmel, Zimt und Koriandersamen. Und das Fast von Slow Fast Food steht dafür, dass es für unsere Gäste zack, zack, zack geht. Das hat seinen Preis. 6,90 Euro kostet zum Beispiel der Cowboy Bill. Überfall auf die Geschmacksnerven? Also man schmeckt schon raus, dass es irgendwie frische Zutaten sind. Und man sieht auch, dass es im Gegensatz zu anderem Fastfood halt gekocht ist und nicht halt irgendwo tiefgekühlt oder sowas. Also es ist auf jeden Fall einfach frischer als jetzt eine Pizza. Und Pizza kriegst du an jeder Ecke im Prinzip. Schmeckt sehr lecker und geht auch schnell. Und ja, deswegen Burrito. Schmeckt. Die Bandidos wollen noch viel mehr Geschmacksnerven treffen und suchen in Mainz und anderswo in Rheinland-Pfalz nach weiteren Stellplätzen. Wir freuen uns riesig, dass unsere Überfälle in Mainz so gefragt sind und dass wir mit Cowboy Bill, Chicken Bob und Greenhorn Check hoffentlich bald Beutezüge in ganz Rheinland-Pfalz machen. 2 Stunden dauert der Mainzer Überfall, dann zieht die Burrito-Bande wieder ab mit dicker Beute. Thank you.